Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem Unboxing. Die PlayStation Portal ist jetzt auch bei mir da. Und ich habe gedacht, das hat bei der Switch, bei der Zelda-Version damals gut funktioniert. Deswegen nehmen wir auch ein Unboxing für die Portal auf, auch mit der Einrichtung und dann auch die ersten Eindrücke. Heute das Video nur im heimischen WLAN. Ich denke aber, dass ich auf jeden Fall nochmal ein Video mache, wie es wirklich dann outside ist, draußen im fremden WLAN, an einem Hauptbahnhof und vor allen Dingen auch mit einem Hotspot am Telefon, weil das interessiert mich auch extrem, ob das funktioniert. Ich habe schon ein paar negative Schlagzeilen dazu gelesen, würde das aber Ganze gerne einmal selber ausprobieren. Und deswegen machen wir jetzt einmal das Unboxing und die nächsten Tage kommt dann nochmal ein ausführliches Review darüber, wie die Performance draußen ist. Und sagen wir, machen das direkt mal auf. Dann machen wir das Ganze mal auf und dann auch in von euch immer schön vorsichtig aufmachen, weil Wiederverkaufswert, ne, steigt immer, wenn die Verpackung noch intakt ist. Deswegen gebt da auf jeden Fall acht. Wir machen nur eine Seite auf, das reicht dann schon. Dann holen wir das mal raus und gucken mal, wie es verpackt ist. Viel wird da nicht drin sein, ne? Ein Ladekabel, das Gerät an sich und das war es dann auch im Prinzip schon wieder. So, das mal hier hin. Und dann haben wir hier nochmal eine Box. Oh, ist aber schon schön eingepackt, muss man schon sagen. So mit einem richtig dicken Case. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann geht da hier nochmal eins auf, das ist natürlich richtig rum. Hier nochmal aufmachen. Und hier ist das Kabel. Von beiden Seiten irgendwie aufmachen. Die Verpackung gefällt mir gut, weil wenig Plastik, viel Papier ist natürlich für die Umwelt immer ganz gut, dass da nicht viel Plastik drin ist. Wir haben ein USB-C zu USB-C und das Ganze ohne Netzkabel. Das heißt, ihr müsst euch selber irgendwie ein USB-Gerät holen, womit ihr dann das Kabel in die Steckdose packen könnt. Ist auch relativ kurz, muss ich sagen. Also da hätte ich mir ein wenig mehr erhofft. Ich will kurz gucken, wie lang das ist, ob es mehr als ein Meter ist, aber es sieht nicht mehr aus. Sieht nicht aus, als wäre es mehr als ein Meter. Das ist natürlich schwierig, aber keine Sorge, der Akku, der hält ein paar Stunden. Das ist nicht mal ein Meter, Leute. Also wenn überhaupt ist es ein Meter, mehr ist es aber auf jeden Fall nicht. Hier reinpacken. So, nochmal das Gerät raus. Und da unten drunter ist noch irgendwie Bedienungsanleitung und so. Vielleicht haben wir hier noch ein Netzteil. Nö, kein Netzteil. Nur noch mal eine Bedienungsanleitung. Ich pack das mal eben weg und dann gucken wir uns die Portal an. So, was mal hier raus. Was auch ein bisschen schade ist und auch direkt ein Vorteil vom Steam Deck: Ihr habt natürlich kein Travel Case oder so mit dabei, ne? Also wenn ihr das jetzt nehmen wollt und sofort irgendwo hinlaufen wollt damit, ja, müsst ihr euch irgendein Third-Party-Travel-Pack dazu holen, da habt ihr nichts. Jetzt kommt natürlich der schöne Teil, den lieben wir alle. Das ist so satisfying. Wieso ist das so satisfying? Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt behalten. Das kann weg. Und jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu tun, als das Ding anzumachen. Hier oben ist direkt der Power-Button. Ich kann das vielleicht mal gerade in die Kamera zeigen. Wir haben hier einmal Power. Was daneben ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Einmal Power und dann könnte Connect sein oder so. Hier ist lauter leiser. Speaker nur oben und der USB-C-Slot ist da unten. Und ansonsten gibt es die ganz normalen Tasten. Mute ist rechts und PlayStation-Knopf ist links. Deswegen mache ich mir jetzt mal einmal an und verbinde das ganze Ding mal. Man sieht, glaube ich, hier schon sehr gut, wie krass es spiegelt. Also ich kann mir draußen spielen fast nicht vorstellen. Okay, das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Ich habe natürlich die PlayStation auch einmal an, damit wir da direkt die Verbindung machen können. Oh, mit Ton direkt. Ich mache mal eben die Einstellung und dann sehen wir uns wieder, wenn wir verbunden sind. Während das Ganze hier am Installieren ist, können wir uns vielleicht mal gerade das Größenverhältnis anschauen. Das ist der normale Controller. Und dagegen das DPS Portal. Also es ist wirklich groß und auch es fühlt sich auch stabil an. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man das vielleicht schnell durchbrechen könnte oder so, wenn man vielleicht ein bisschen raged oder so. Aber es ist sehr massiv und mir gefällt, dass der Bildschirm richtig groß ist mit relativ dünnen Displayrändern. Wenn man dagegen mal ein Steam Deck holt, das hole ich gleich auch, dann finde ich das mit dem großen Display richtig, richtig gut. Also gefällt mir rein vom Formfaktor, vom Display her und wie er sich auch anfühlt, also richtig gut.
Ich habe mal das Steam Deck mit dazugeholt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Travel Case mit dabei, was ich sehr cool finde. Direkt zum Start weg. Ich meine, das ist ja nicht nur Travel Case, das ist ja auch zu Hause rumliegen. Nicht in Sicherheit, wenn man Kinder hat oder so, die das eventuell runterschmeißen können. Man will es auch vielleicht nicht in eine Schublade packen jedes Mal. Es ist auch ein Staubfänger wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen. Also einfach ein Schutz, wo drin man es lagern kann, fehlt mir da tatsächlich. Und wenn wir jetzt mal hier direkt daneben das Steam Deck haben und uns den Größenvergleich anschauen, dann sehen wir, die Portal ist relativ gleich groß wie das Steam Deck tatsächlich. Also hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte echt gesagt, dass es sogar noch größer ist, aber rein längenmäßig ist so groß wie Steam Deck, finde ich ganz gut. Aber der Bildschirm ist natürlich viel größer. Wenn wir uns rein die Bildschirmdiagonale mal anschauen, der Steam Deck wurde jetzt geupdatet, aber selbst die geupdatete Version hat keinen größeren Display als die Portal. Es ist für mich ein bisschen schwierig, euch das zu zeigen, weil ich keine Kamera hinter mir habe, aber rein von den Zahlen her ist die Portal ja, was rein den Bildschirm angeht, schon viel, viel größer. Die Portal hat nämlich einen Display 1080p, 60 Frames und 8 Zoll. Das ist wirklich schon sehr viel und auf Tablet-Niveau. Also Mini-Tablet, sieht man auch von der Größe her, kann die Portal auf jeden Fall mithalten. 60 Frames, ich weiß nicht, ob es mit dem Remote Play auf 60 Frames immer kommen wird. 1080p finde ich aber ganz gut. Rein, um die Latenz auch da sehr gering zu halten. Nach bestimmt 15 Minuten Update bin ich jetzt endlich drin und ich kann auch meine PlayStation koppeln. Man musste sich dann kurz mit der App einloggen, mit einem QR-Code. Das ging wirklich easy. Und jetzt kann ich meine PlayStation 5 auswählen. Das mache ich mal. Und Verbindung zulassen. Fortfahren. Da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Okay. Es hat geklappt. Du bist bereit und kannst loslegen. Du bist bereit und kannst loslegen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich mache das mal so für euch, damit ihr ein bisschen mitgucken könnt. Ob das jetzt direkt sich koppelt? Ich bin im Remote Play Bildschirm von der PlayStation. Und im heimischen 5G Netzwerk. Gucken, wie lange es dauert. Bereit zum Spielen? Ich spielen. Und da sind wir. Und genau da bin ich stehen geblieben. Jetzt gerade ist es noch 480p. Ich gehe mal raus. Und jetzt wird die. Die das Bild wird langsam besser. Und ich muss sagen, Lag ist nicht vorhanden zu Hause. Lag ist nicht vorhanden. Aber ich hoffe, man sieht es. Es ist schon echt unscharf. Also, wenn man sich die kleinen Bildchen mal unten links anschaut, es ist echt nicht so scharf. Wir gehen mal in Diablo rein und guck mal, wie sich's anfühlt. Aber rein vom Lag her. Also lagmäßig, wir haben kein Lag. Also gerade zu Hause Input Lag gar nichts. Es sieht. Ja, wie würde ich beschreiben, wie es aussieht? Also sind auf jeden Fall keine 1080p, obwohl vielleicht sind 720p. Schwierig zu sagen. Aber es läuft auf jeden Fall mal, wenn man das auch mit einem Bild, ich habe das Bild hier, wenn man es mit dem Bild vergleicht, es läuft wirklich butterweich. Also komplett ohne Input-Lag zu Hause. Ich gehe mal kurz hier raus und guck mal, ob wir irgendwelche Lags feststellen können. Ich laufe mal 5 Minuten rum und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie mal ein Ruckeln haben oder irgendwas ähnliches. Was ich mich gerade frage ist, wo ist der Touchscreen vom Controller, um jetzt hier bei Diablo zum Beispiel die Karte aufzurufen? Aha, Doppelklick. Okay. Das ist natürlich schwierig zu erreichen, bin ich early. Und wieso muss ich doppelklicken? Vielleicht kann man da noch was einstellen.
Aber das hat mich jetzt gerade gewundert. Und sonst kann man nichts machen. Es gibt einen rechten und einen linken, wahrscheinlich so wie bei Controller auch rechts und links. Das kann man ja ab und zu auch unterscheiden. Und ansonsten wahrscheinlich zählt das hier als das Touch vom Controller einfach. Ich habe jetzt mal das Game gewechselt auf Dark Souls, weil da ist es ja ganz wichtig, dass man die Iframes trifft und da ganz präzises Gameplay hat. Vor allen Dingen hat es mich ein bisschen gestört, dass wir Diablo als erstes hatten, weil Diablo allgemein ja nicht so rund läuft mit den Servern. Deswegen wollte ich mal Dark Souls ausprobieren. Es sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Vielleicht kann ich es da einmal zeigen. Ich habe auch das Gefühl, dass das rein pixelmäßig besser aussieht als Diablo, kann aber nicht sagen, ob es am Game liegt oder ob sich jetzt einfach die Konsole und die Portal sich hier ein bisschen aneinander gewöhnt haben. Aber hier habe ich auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie laggt, auch wenn ich es mal mit dem Bildschirm vergleiche, fühlt sich butterweich an, also wirklich. Wenn wir hier mal schauen, mit dem Input-Lag, einmal das Actual Gameplay und die Portal direkt nebeneinander. Es ist ein kleiner, ich glaube, hier sieht man es ganz gut, ein kleiner Input-Lag ist da, seht ihr das? Seht ihr, das ist so ein paar Millisekunden, würde ich sagen, die Portal an Input-Lag hat. Erst springt der Bildschirm und dann die Portal. Ja, für zu Hause geht das auf jeden Fall voll klar. Wahrscheinlich auch für die meisten Spiele. Die Frage ist, wie wird das unterwegs sein? Ich würde es gerne mal eben gucken, wie der Ton ist. Hier habe ich auch das Gefühl, dass es einen kleinen Input-Lag gibt tatsächlich. Also, was heißt, Input-Lag ist nicht das richtige Wort, sondern dass der Ton ein bisschen nachhinkt. Insgesamt ist genau das, was ich erwartet habe von der Portal. Fazit kann ich jetzt noch nicht stellen, weil mich ganz doll interessiert, wie sieht es aus, wenn ich bei meinen Eltern bin, wenn ich bei meiner Schwester bin, wenn ich bei Kollegen bin, wie sieht es da aus mit der Performance von der Portal. Für zu Hause reicht das allemal, also für jeden von euch, der zu Hause ein bisschen zocken wollte, easy, gar kein Problem. Wie es dann wirklich außerhalb ist, schaue ich mir dann nochmal an. Da gibt es dann nochmal ein zweites Video zu. Wenn ihr da schon vorher Informationen zu haben wollt, checkt einfach mal Instagram ab. Da werde ich das wahrscheinlich heute noch oder morgen einmal in die Story packen, wie die Performance da ist. Für zu Hause, alle, die es nur für zu Hause haben wollen, kann ich absolut empfehlen. Preis ist ein bisschen hoch mit 220 €, gebe ich zu. Aber ihr kriegt dafür einen echt schönen Bildschirm. Ihr habt die Bequemlichkeit quasi mitgekauft. Ihr habt gerade gesehen, ich musste nur mich mit der App anmelden, X drücken und dann war ich sofort in der PlayStation. Das Ganze funktioniert auch, wenn die PlayStation im Ruhemodus ist. Das heißt, die muss immer im Standby-Modus sein. Und wenn ich jetzt die Portal irgendwo anders in einen anderen Raum mitnehmen würde, die PlayStation wäre im Standby-Modus, müsste ich nur auf Power drücken, der würde sich automatisch verbinden, ohne dass ich irgendwas einrichten muss, drücke X und ich bin in meinem Spiel wieder zurück. Also das ist natürlich sehr vorteilhaft. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren, was ihr zur Portal jetzt abschließend sagt, jetzt wo sie da ist. Vor allen Dingen, wenn morgen das Steam Deck OLED rauskommt, also für euch sogar heute rauskommt, kann man ja heute vorbestellen, hatte ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Würdet ihr eher zur Portal greifen, würdet ihr eher zum Steam Deck greifen? Portal hat ja auch den großen Nachteil, dass es ohne PlayStation 5 nicht funktioniert, dass ihr da zwingend eine PlayStation 5 braucht. Mit der PlayStation 4 geht es auch nicht, Leute. Also ihr braucht zwingend eine PlayStation 5. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Holt ihr euch die Portal, habt ihr euch die schon vorbestellt? Und da würde ich mich wie immer selber am Follow freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.